Hallo Taschenlampen und Taschenmesser, Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Auf der Suche nach dem LED-Gral hier in der Vorweihnachtszeit. So, jetzt seht ihr das Modell hier auf dem Tisch und warum liegt diese Taschenlampe zusammen mit der Manley Comrade hier? Ganz einfach, ich finde, die haben was gemeinsam, denn beide haben ein sehr gutes Preis-Leistungspotenzial. Über die Firma Manley und den Comrade bin ich letztes Jahr im November gestolpert. Hab mir das Ding dann bestellt, hat nur 8 Wochen gedauert, bis es da war. Und hat dann im Jahr 2015 einen richtig guten Siegeszug hingelegt, ne? Vom absolut unbekannten Taschenmesser bis September, Oktober taucht es plötzlich schon eben sogar im Böker-Katalog auf, ne? Was ja immerhin als einer der großen deutschen Hersteller und Händler ja, ein ganz beachtlicher Karrieresprung innerhalb 9 Monate darstellt, 9 bis 10 Monate, ne, auf dem deutschen Markt, zack, und schon im Katalog drin, ne. Und genauso finde ich, hat die Convoy S3 ein Potenzial für eine verdammt gute Taschenlampe. Ich habe mir so eine Liste zusammengestellt, ne, habe ich ja im letzten Video schon gezeigt, was hätte ich gern in der Lampe, wenn ich mir eine aussuchen dürfte, ja, und dann habe ich immer total, ohne irgendwie voreingenommen sein zu sein, was Marke, Preis oder sonst was angeht, auf die Suche gemacht und bin ziemlich schnell fündig geworden und bin über dieses Modell gestolpert. Und vorweg kann ich schon mal sagen, ich bin wirklich begeistert von dieser Taschenlampe. Und gleich als erstes voranschießen will ich mal hier in diesem wahrscheinlich etwas länger werdenden Review der Preis, weil das werde ich sowieso gleich gefragt. Was kostet das Teil? Das Ding ist ein absoluter Low-Budget-Artikel. Ich habe ja gesagt, so bis 50 Euro wäre okay, dass es so noch in meine Low-Budget-Kategorie gut passt mit guten Taschenmessern, ne? Weil hier das erste Messer, das war ja der ursprüngliche Preis 34,50 €. Bezahlt habe ich damals mit Versand 39,50 € oder 39,90 €. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich nur, ich habe unter 40 € damals mit Versand direkt aus Bulgarien dafür bezahlt, ne? Und hier das, die Lampe hat das nochmal getoppt, denn hier habe ich dann umgerechnet in Euro keine 13 Euro bezahlt. Also unter 13 Euro. Das merken wir uns jetzt mal ein bisschen im Hinterkopf, dass wenn hier irgendwelche Kritikpunkte von eurer Seite vielleicht an der Lampe erscheinen mögen, ruft euch immer wieder in Erinnerung, wir reden hier nicht von einem aktuellen Flaggschiff. Taschenlampenhersteller und wir reden dann da auch nicht von einer 70, 80 oder 90 € Taschenlampe, sondern von einer 13 € Taschenlampe. Keine 30, sondern 13 € Taschenlampe. Aufgerundet, ne? Also war 12,91 € oder sowas beim damaligen Umrechnungskurs. Ne? Zwischen dem Video, das ihr gestern gesehen habt, und heute sind ein paar Wochen vergangen. Ne? Manchmal produziere ich Videos Monate im Voraus. Aber damals habe ich zum damaligen Umrechnungskurs unter 13 € bezahlt. Also, das merken wir uns mal. Wir reden hier aber wirklich über eine Low-Budget-Taschenlampe. Natürlich gibt es auch einen Haufen Schrott in diesem Billigbereich, sondern im einstelligen Euro-Bereich habe ich schon einige Lampen hier gehabt. Die habt ihr nie gesehen, die haben es nie in einem Video geschafft. Die sind nämlich wirklich aus der Verpackung in den Elektroschrott gewandert, leider. Obwohl ich sowas hasse, aber manchmal ist es halt echt so. Du machst manchmal einen Griff ins Klo und mit sowas will ich schon gar nicht meine Zeit oder Videozeit verschwenden oder Rechnerzeit oder YouTube-Zeit oder nachher E-Mails beantworten oder Kommentare oder sonst was darum ist. Es sind schon ein paar Lampen nicht direkt im Müll gewandert, sondern die hat dann mein Junior zum Spielen gekriegt und meistens hat es der geschafft, dass die Dinger in 30 Minuten kaputt sind. Ne? Also von daher sieht man dann schon, ob eine Taschenlampe was aushält. Wenn ihr Artikel testen wollt, gebt sie euren Kindern. Wenn die am nächsten Tag noch funktionieren, dann ist der Artikel nicht schlecht. Das ist ein sehr günstiges Modell von Taschenlampe, aber lasst euch da nicht vom Preis täuschen. Das ist wirklich ein tolles Gerät. Ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt anfangen sollen. Ne? Über die Convoy S3 in der neuen Ausführung komme ich auch noch drauf. Wo fangen wir da an? Ne? Also, okay, Preis haben wir abgehakt. Ne? Damals 13 € sogar Versand kostenfrei. Fangen wir vielleicht vorne mit dem Kopf an. Autofokus. Fangen wir ganz vorne an. Wir haben vorne als Abschluss einen aufgeschraubten Edelstahlring, um den Kopf zu schützen, wenn euch das Teil vielleicht so vom Tisch runter segelt, ne? Edelstahlring. Innen seht ihr so einen grünen Dichtungsgummi. Ich hoffe, man kann es erkennen. Grüner Dichtungsgummi. Ich sehe leider nicht aufs Display, darum weiß ich nicht immer, wann ich wo scharf habe. Grüner Dichtungsgummi, das ist sogar so ein Glow-in-Dark-Dichtungsgummi, der leuchtet dann so nach, so wie eure Ziffer, eure Zeiger auf eurer Uhr oder so, ne? Grün nachleuchtender Dichtungsgummi zur
Schutzklasse, das Ding ist IPX8. Dann kommt eine Glasscheibe. Was für eine Glasscheibe, kann ich nicht sagen. Saphirglas, Mineralglas, gerbertes Glas, einfaches Glas. Auf jeden Fall ist es schon mal keine Plastikscheibe. Hatte ich nämlich hier auch schon drin. In sehr teuren Lampen hatte ich schon Plastik vorne drin. Hier haben wir eine Glasscheibe. Dann kommt, wie es mir eigentlich ganz gut gefällt, ein Orange-Peel-Reflektor. Und das ist jetzt nicht einfach nur, wie bei vielen billigen Taschenlampen, einfach nur ein Reflektortütchen. Ne? Also nicht nur dieses, das, was ihr jetzt da seht, dass dann hinten das schon aufhören würde oder hohl wäre. Einfach nur so ein Tütchen, wo irgendwie gestanzt wird. Nein, hier ist ein komplett massiver, ein massives Alu-Gussteil da drin oder gespritzt oder gebohrt oder gezogen, was weiß ich. Auf jeden Fall ist das ein massives Reflektorteil, das unheimlich gut die Wärme von der Platine abnehmen kann, auf der die LED sitzt und die Wärme verteilen kann hier in den Kopf. Also ein massiver Alu-Reflektor sitzt da drin in Orange Peel. Und ihr seht schon, da sitzt absolut genau zentriert eine Cree XML2U2 drin. Ne? Also auch nicht gerade eine 0815 LED, sondern eine richtig gute LED. Eigentlich meine Lieblings-LEDs, die XML2s. Also das schon mal zum Kopf. Edelstahl, nachleuchtender Dichtungsgummi, Glas, ein massiver Aluminium-Klotz von Euren Spielreflektor mit einer absolut zentrischen XML2 zur LED, später auch noch mehr. Machen wir mit dem Gehäuse weiter. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt an der Lampe. Es ist halt ein absoluter Zylinder. Ne? Wir haben keinen Clip. Gut, das war der Abstrich auf meiner Liste. Ne? Wir haben 9 von 10 Treffer gehabt. Das Einzige, was ich gern dran gehabt hätte, wäre ein Clip. Der fehlt leider. Und wir haben auch sonst keine irgendwie so Achtkant-Design oder irgendwie so ein Tactical-Ring, so ein Zigarrenring, ne, um das Wegrollen zu verhindern. Die Lampe kann euch natürlich trotz Lanyard vom Tisch rollen, wenn er wirklich schräg steht oder irgendwo in der Natur oder sonst wo. Kann euch vielleicht dadurch irgendwo rein- oder runterfallen. Das, sag ich mal, ist halt okay. Perfekter Zylinder, dafür liegt das Teil wirklich ganz toll in der Hand. Die Verarbeitung vom Aluminium ist hervorragend. Spitzenmäßig. Kann ich nur sagen, das ist auf absolutem Top-Niveau. Keine scharfen Kanten. Sauber geschnittene Gewinde, schauen wir nachher auch noch an. Kam sehr gut gefettet. Innen natürlich auch nochmal zwei Dichtungsgummis, sind drei Teile. Wir können den Kopf abnehmen, wir haben hier die Batterieröhre und wir haben den Endkappenschalter. Perfekte Verarbeitung vom Aluminium. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auf absolutem A-Klasse-Niveau ist, wo ich, sagen mal, Phoenix und Olight einordne, aber die kann durchaus mit den, sag ich mal, B-klassifizierten Herstellern Nightcore und Thrunite mithalten. Da steht sie in Sachen hier Aluminiumgehäuseverarbeitung wirklich um nichts nach. Wir haben so eine ganz leichte Riffelung hier drauf, ne, so eine ganz leichte Textur, ist nicht aggressiv oder scharfkantig. Sie gibt uns ein bisschen Grip und lässt die Taschenlampe, sage ich mal, auch mit nassen Händen dann halten. Ne? Wir haben jetzt keine irgendwie extremen Kühlrippen hier, um die Wärme abzuführen, aber dazu auch nochmal später mehr. Hat einen Endkappenschalter, wie es mir natürlich gefällt. Mit sehr positivem Klicker hier hinten drin. Und er ist Tailstand-fähig. Hat hier zwei schöne flache Seiten und kann man wunderbar hinstellen. Daran erkennt man auch anscheinend eine alte und neue Version, eine Vorgängerversion, die man oft im Netz noch bei ein paar Bildern sieht, hat hier hinten einen grünen Knopf und auf der Seite ein Lanyard Hole, während es in dieses Modell über zwei Lanyard Holes verfügt, was den Vorteil hat, ich muss ein Lanyard nicht oben rum fädeln, wo es dann beim Hinstellen immer auf der Schnur stehen würde und dadurch vielleicht umkippt oder schräg steht, sondern ich kann mit dem Lanyard zu einem Loch rein, zum anderen wieder raus und dann das Lanyard durchschlaufen. Somit habe ich, wenn ich es hinstelle, niemals drunter einen die Schnur stehen. Ne? Sonst muss man immer ein bisschen friemeln, ne? Sonst würde es immer hier auf der Schnur stehen. Ihr seht, wenn es auf der Schnur steht, kann sie stehen bleiben, aber ihr habt ja nur einen leicht unebenen Untergrund oder ein bisschen schräg, dann fällt sie euch wieder um. Und mit diesem einfachen Trick, indem man hier zwei Lanyard-Holes reinbohrt, kann man das Lanyard auf der Seite durchziehen. Also da hat sich wirklich jemand was dabei gedacht oder es woanders abgeguckt. Wie auch immer, funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Mit dem Lieferumfang ist hier ein ganz einfaches Lanyard. Hat hier nicht diesen Begrenzungsschieber, ist auch nicht elastisch.
Das war dabei. Und sonst kam die Lampe in einem nackten, neutralen, weißen Karton ohne jeglicher Beschriftung, Bezeichnung. Es lag auch keine Bedienungsanleitung mit dabei. Das heißt, das ist hier abgesehen vom mangelnden Clip, der hier technisch einfach nicht dabei ist, fand ich es von der Verpackung her neutraler Schachtel, finde ich. Auf eine Schachtel gehört wenigstens die genaue Modellbezeichnung, dann hierzu später auch noch mehr, davon gibt es nämlich einige. Da erwarte ich wenigstens, dass auf der Schachtel genau steht, welches Modell drin ist. Weil woher soll ich wissen, dass die dann beim Verpacken wirklich in die richtige Kiste gegriffen haben? Und ich erwarte, dass wenigstens noch eine ganz einfache kleine Bedienungsanleitung mit dabei liegt, mit ein paar technischen Informationen und eine Bedienungsanleitung, wie man was umschalten kann, ohne dass man die sich. Natürlich kann man sich alles im Internet zusammensuchen, aber ich habe da auch nicht mal eine Hersteller-Homepage oder irgendwas dazu gefunden. Also das ist da ein bisschen dürftig gewesen mit der Sachen technischen Informationen. Die muss man sich halt alle selber zusammensuchen im Netz. Ne? Also wenn jemand hier wirklich der Hersteller von der Lampe kennt und der Hersteller-Website kennt, bitte Link in die Link in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn ihr sonst noch Informationen zu dieser Lampe habt, bin ich euch dankbar. So, jetzt noch ein bisschen zur Modellvielfalt von dieser Konoe. Wieso ich dann auf die noch aufmerksam geworden bin und dann ziemlich schnell gemerkt habe, die passt ja super in meine Liste, die ich hier machen will. Das Ding gibt es in einer unglaublichen Vielfalt verschiedener Modelle. Also ich habe jetzt hier nur 8 Stück davon gefunden, nur wirklich von diesem Modell, denn das gibt es in zig verschiedenen Ausführungen. Nee, eigentlich sind es ja noch mehr Modelle, man kann es ja noch mehr kombinieren, also die ist unglaublich kombinierbar. Also fangen wir vielleicht mal mit der einfachen Geschichte von außen an. Es gibt sie in 2 Farben, also ihr habt sie einmal in Schwarz und einmal so in Grau, so Titangrau. Also 2 Farbenoptionen habt ihr da schon mal. Ist vielleicht nicht wichtig, aber gut, wenn der eine sagt, ach komm mal, immer schwarz, wenn ich sie mal in Grau kriegen kann, nehme ich einen in Grau. Oder wenn man mehrere davon hat, kann man sie vielleicht unterscheiden. Kommen wir gleich dazu zur LED, dass man die einen Modelle in Grau und die anderen in Schwarz nimmt oder so. Ne? Also ihr habt 2 Farboptionen. Dann habt ihr noch 2 Farboptionen und zwar was die LED angeht. Ne? Das heißt, die Lampe gibt es jeweils mit neutralweißer XML2T6 LED und in einer kaltweißen XML2U2 LED. Also ihr habt nicht nur außen 2 Farben, sondern ihr habt auch noch 2 Lichtfarben zur Auswahl. Kaltweiß und Neutralweiß. Kein richtiges Warmweiß, habe ich jetzt da nicht gefunden, aber Neutralweiß, die T6 LED, ne, kennt man auch. So. Wenn ihr euch dann für eine Farbe und einen LED-Typ entschieden habt, habt ihr innerhalb von jedem LED-Typ nochmals 4 Variation und zwar mit dem Treiber, also der Platine und der Elektronik und der Software, die da drin werkelt. Na, da ist immer so ein paar kleine elektronische Bauteile drauf, die die ganze Geschichte hier steuert. Und da habt ihr jeweils auch nochmal 4 unterschiedliche Ausführungen, die sich sogar noch ein bisschen unterscheiden, ob ihr kaltweiß oder neutralweiß nehmt. Fangen wir mal mit der T6, mit der neutralweißen an. Ne? Da gibt es den 7135X3 Treiber. Und der hat dann, sie unterscheiden sich eigentlich nur in der maximalen Begrenzung der Lumen, was mir total gut gefallen hat, denn ich wollte ja so eine Lampe mit diesem LED-Typ und diesem Akku-Typ und meistens haben diese Teile jenseits der 700 Lumen im Maximum-Modus, was viel zu viel ist, weil das Ding wird nur heiß. Also gibt es hier einen 7135X3 Treiber, der diese Lampe begrenzt auf maximal 500 Lumen. Diesen 7135X3 gibt es für beide LEDs, die neutralweise T6 wie die kaltweise U2 hören auf bei 500 Lumen. Dann wird diese Lampe immer noch mal zweimal sag ich mal, untersetzt. Einmal mit, also die 500 Lumen sind die 100%, und dann bekommt ihr immer noch in einem Modus 40% Leistung und in einem Low-Modus 5%. Also sind wir 5%, 40%, 100%. Low 5%, mittlerer Modus 40%, High-Modus 100%. Ne? Und der 100%-Modus wird eben begrenzt durch den unterschiedlichen Treiber. 500 Lumen. Ich habe mich auch für das Modell mit 500 Lumen entschieden, aber nicht in der Neutral, sondern in der Kaltweißen. Am besten schreibe ich die ganzen technischen Daten, kopiere ich mal drunter in die Videobeschreibung, weil das ist sehr umfangreich. Ne? Dann gibt es den nächsten Treiber, den 7135X4. In der Neutralweißen geht er bis maximal 600 Lumen. Den gleichen Treiber in der kaltweißen Ausführung geht er bis 700 Lumen. Dann haben wir den nächsten Treiber, den 7135X6. Der geht in der Neutralen bis 800 Lumen maximal und in der Kaltweiß bis 900 Lumen. Und dann gibt es noch den starken Treiber, den 7135X8.
der in der neutralen bis 1000 Lumen geht und in der kaltweißen Ausführung O2 sogar bis 1100 Lumen. Das heißt, dieses Modell bekommt auch mit 1100 Lumen. Aber da könnt ihr natürlich ausrechnen, wie dieser kleine Kopf mit einem mangels großen Kühlrippen und irgendwas, der muss ziemlich schnell heiß werden. Da wird wahrscheinlich auch der massive Aluminiumreflektor nicht mehr so viel bringen. Da ich ja jetzt hier mal die Möglichkeit hatte, diese Lampe auch schwach zu kaufen, habe ich das natürlich gemacht. Und ich habe sie jetzt schon so einige Wochen in Verwendung und habe sie unter anderem auch wirklich immer lange laufen lassen. Zum Beispiel mache ich mir immer den Spaß, wenn ich morgens ins Bad gehe. Ne? Wir haben ein Bad, das in der Mitte der Wohnung ist, hat leider kein Fenster nach draußen. Das heißt, da drin ist immer stockfinster, es sei denn, du machst Licht an. Wenn ich morgens ins Bad gehe, ne, dann nehme ich die Taschenlampe mit, mache sie auf den starken 500-Lumen-Modus, stell sie einfach neben das Waschbecken und lass das Ding, solange ich da bin, leuchten. Und wenn du dann morgens am Duschen bist, rasieren, Zähne putzen, ne, dich halt morgens fertig machst, bist du ja ruckzuck mal 20 Minuten im Bad beschäftigt und da läuft die dann. Und was soll ich sagen, bei 500 Lumen mit diesem coolen Reflektor oben drin wird die Taschenlampe nur lauwarm. Sie wird nicht mal warm und sie wird schon gar nicht heiß. Also ist eine coole Geschichte, wenn du sagst, ey, ich nehme eine Lampe, ich will einen starken Akku, eine gute LED, aber ich will nicht so viel Lumen. Natürlich kann man sagen, du kannst ja eine mit starken Lumen nehmen und dann eben halt nicht bis in den hohen Modus gehen. Ja toll, aber für was brauche ich dann den Modus? Gut, kann sich ja jeder aussuchen. Wer sagt, ich will den starken Modus, der kann sich natürlich auch die 1100er Lampe holen. Aber wir müssen natürlich wissen, der mittlere Modus ist dann 40% und der Low-Modus ist 5%. Ne? Und da kann natürlich so ein 5% Low-Modus von einer 1100er Lampe, das ist total hell. Und manchmal brauchst du halt nur ein bisschen Licht. Ne? Und dann ist halt 5%, ne? Das sind dann die 25 Lumen, ist das okay. Das ist nämlich noch schön dunkel, um euch in einem dunklen Raum zurechtzufinden, ohne dass du hier gleich einen Flaggscheinwerfer hast. Ne? Darum habe ich mich für diese 500 Lumen Treiber Variante entschieden. Und in dem Fall eben, die genaue Bezeichnung ist dann der 7135 X3 mit der XML2 O2A1 in der kaltweißen Ausführung mit maximal 500 Lumen. Ne? Das heißt, wir haben hier 25 Lumen, dann haben wir 200 und wir haben 500 Lumen, ne? 25, 200 und 500 Lumen und die Lampe wird darin nicht warm oder heiß. Sie bleibt irgendwann mal so handwarm, lauwarm. Ich denke mal so Körpertemperatur ist ja was, Körperkerntemperatur 37 Grad, draußen an der Haut vielleicht 36 und es fühlt sich wärmer an wie deine Hand. Also das wird vielleicht maximal 40 Grad warm. Und von daher wirklich eine coole Lampe, die 500 Lumen im Stockdunkeln. Ich habe es nachts draußen ausprobiert, ey, da kannst du ja ohne Problem. Jetzt ist es ja, wenn man spät abends nach Hause geht, ist ja schon fies da in der Straße. Ne? Da kannst du wirklich eine halbe Straße lang entlang leuchten. Das reicht, 500 Lumen. Ne? Wir sind aber noch nicht fertig. Nicht, dass es das Ding nur in zwei Farben gibt und mit zwei verschiedenen LEDs und jeweils dann in vier verschiedenen Treibervariationen. Das Teil hat intern auch nochmal zwei Modi-Gruppen. Ne? Wir haben einmal den primären Modi, in dem es auch ausgeliefert wird, mit fünf Funktionen, also mit 5% Low, 40% Mittel, 100% High plus Strobe plus SOS. Aber wie ich schon im letzten Video gesagt habe, dieses Geblinke, das geht mir auf den Senkel. Das will ich eigentlich gar nicht haben. Ist aber das Coole, die Lampen kann man umschalten in den Modus mit nur drei Funktionen. Und zwar nur noch Low 5%, Mittel 40% und High 100%. Die lässt sich umstellen. Ne? Also könnt ihr entscheiden, ob ihr SOS, Strobe wollt oder ob ihr das nicht haben wollt. Und dann bekommt ihr wirklich eine Lampe mit dem guten Akku, der guten LED, einem Top-Reflektor. Und nur mit drei Modi. Und dann hört das bei 500 Lumen auf. Also so eine Kombination und Auswahlmöglichkeit habe ich noch nicht gesehen. Und dann die Verarbeitung. 1A. Wirklich top. Und dann zu dem Preis. Wirklich unglaublich. Darum glaube ich, dass diese Lampe ziemlich viel mit diesem Taschenmesser gemein hat. Denn beide haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch diese Lampe hat das Potenzial für eine Zukunft auf dem Taschenlampenmarkt hier. Ich finde sie echt der Hammer. Ja, einschalten und durch Tippen kommt man eben jetzt hier in die drei Modi, Hell, Low, 5% Low, 40% Mittel und 100% High. Man sieht gar keinen so großen Unterschied zwischen Mittel und High. Ne? Naja, doch schon ein bisschen hier. Ne? Also im Dunkeln draußen merkt man es dann schon ganz gut. Ne? 500 Lumen, das ist schon ganz ordentlich. Ja, und wer mehr will, holt sich halt den Treiber mit 1100. Ne? Aber da wird das Ding natürlich schnell heiß. So, machen wir es mal kurz auf. Wirklich toll geschnittene Gewinde, also das ist wirklich super. Wir haben hinten alles schön vergoldete Kontakte, Feder und wie ihr hier schon seht,
Wir haben auch vorne eine Feder, ne? Also absolutes, sage ich mal, Top-Verarbeitungsniveau. Wir schrauben noch hier mal den Batteriekörper ab. Könnt ihr euch immer, ne, dass ihr nicht wisst, falsch rum draufschrauben oder sowas, ne? Das vordere Gewinde ist silber gelassen. Das hintere ist schwarz, ne? Also silber nach vorne in den Kopf. Und auch vorne haben wir eine Feder, alles schön vergoldet. Ich habe da noch so diverse Unterlagen im Netz gefunden zur Driver-Geschichte und hier diese Sterne auf der Platine haben eine Bedeutung. Wie ihr seht, hat diese Platine hier 4 Sterne. Da habe ich Informationen dazu gefunden, dass das eigentlich nur ein Modell sein sollte, das die 3 im Modi hat und nicht noch mit Strobe und SOS ausgeführt werden kann. Aber wie man sieht, stimmt das nicht immer. Also da wäre es echt schön, wenn es mal eine Herstellerseite geben würde mit wirklich allen richtigen und technischen Funktionen, denn da unterscheiden sich sehr viele Sachen, die man im Netz dazu finden kann. Ne? Eigentlich gehört auf diese Platine 5 Sterne drauf, so wie ich es habe, denn die 5-Stern-Platine sollte die Funktion haben mit den Modus Allow, Mid, High, Strobe und SOS, aber drauf geschissen, ob da 4 oder 5 Sterne sind, ne? Es funktioniert. Ne? Also wie ihr seht, die Verarbeitung dieser beiden Deckel ist einwandfrei. Frei, ne? Da habe ich von renommierten Herstellern schon Schlechteres gesehen. Ne? Vor allem, dass sie sich also auf einer Seite mal die Feder sparen und die Batterie dann hart auf der Platine aufliegt. Ich finde, das ist einfach gut mit den beiden Federn. Ne? Top verarbeitet, auch der Kopf. Einwandfreie Arbeit. Ne? Klasse Verarbeitung. Die Röhre hier. Gummidichtung lässt sich wunderbar aufschrauben. Da knarzt nichts. Ne? Also sauber geschnitten. Das ist zum Schluss merkst du richtig, boah, das hat richtig. Das ist fast auf Passung, aber so genau. Es, ne? Zieht schön an und hat einen sauberer, definierter Anschlag. Ne? Batterie passt Bombe, ohne dass sie brutal wackelt. Sie hat noch ein bisschen Luft. Ich hatte immer eine Batterie, die war noch ein bisschen dicker. Die hat vielleicht noch mehr Folie oder irgendwas gehabt. Die saß da wirklich passgenau. Und ich hatte eine, die sah so passgenau, da mussten wir vorne den Deckel abschrauben, um die wieder rauszukriegen, weil da drin sich regelrechtes Vakuum gebildet hat. Ne? Also einwandfreie Verarbeitung, innen wie außen. Wie schon gesagt, nicht, sage ich mal, Olight und Phoenix, aber mit jedem anderen Hersteller hält dieses Teil in der Verarbeitung mit. Wirklich der Hammer. Es gibt eine Besonderheit, wenn ihr die Lampe einstellt, nämlich das Umstellen. Wenn ihr diesen Modi umschalten wollt, von dieser Dreiergruppe in die 5er oder andersrum, ne? Wenn ihr die Lampe anschaltet, müssen wir aufpassen und wir schalten mal in den schwachen Modus, ne? Dann passiert nach 5 Sekunden was. Sie geht ganz kurz aus und wieder an. Und das ist kein Fehler, sondern das signalisiert euch, wenn diese 5 Sekunden durch sind, dieses Blinken war, dann reagiert die Lampe bei halb angedrücktem Schalter auf das Umstellen der Modi, ne? Also wir gehen nochmal hier rein. 21, 22, 23, 24, 25. Lampe geht aus, geht an. Ich halte jetzt den Schalter kurz halber rein, lasse ihn wieder los, schalte die Lampe aus. Wenn wir jetzt durchschalten, haben wir den Strobe und wir haben den SOS-Modus. So. Wir gehen wieder in den schwachen Modus. Warten, bis sie einmal blinkt. So, halten die Lampe wieder gedrückt. 21, 22, 23, 24, 25. Schalten sie aus. Schalten sie wieder ein. Und wir haben nur noch 3 Modi. Ja, wie ihr seht, eine einfache, aber nicht uninteressante Lampe. Gut verarbeitet, mit fettem Akku, guter LED, Top-Verarbeitung. Ich sag mal so, es fehlt vielleicht wirklich nur der Clip und eine ordentliche Bedienungsanleitung dazu. Aber wie gesagt, ganz am Anfang nicht vergessen, wir reden hier von einer 13-Euro-Lampe, die ohne weiteres mit Lampen dieser Klasse, sage ich mal, zwischen 60 bis 70 Euro mithalten könnte, ne? Schaut euch mal ein paar Premium-Hersteller an mit diesen Funktionen. Da bekommt ihr aber, glaube ich, nichts unter 50 Euro. Und die Verarbeitung von diesem Teil ist wirklich top. Gefällt mir richtig gut, dieses Modell Convoy S3. Man findet nicht so viel drüber.
Ich habe ein paar russische Videos dazu gefunden, da war das so mit dem Übersetzen so eine Geschichte. Wirklich interessant. Neues Modell. Achtet drauf, wenn ihr euch selber seins besorgen wollt. Es gibt da Unterschiede. Man erkennt sie aber, glaube ich, alte, neue Modelle mit der kaltweißen. Ich glaube, vorherige Modelle habe ich gesehen. Die haben hier eben, wie gesagt, nur ein Lanyard Hole und noch einen grünen nachleuchtenden Knopf. Ich glaube, so jetzt neuere Modelle haben diese beiden Lanyard Holes und den schwarzen Endkappenschalter. Ne? Ich werde mal die ganzen technische Beschreibung in die Videobeschreibung kopieren, da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen, was für Variationen hier es gibt. Ne? Und wie gesagt, das hier ist die mit dem 5135 X3 kaltweißen XML202A1 LED, ne? Wo bis 500 Lumen geht. Ne? Tolle Lampe. Hab's jetzt so, was sind es jetzt, 14 Tage, 15, 2,5 Wochen im Dauerbetrieb gehabt. Ne? Wirklich bei jeder Gelegenheit stelle ich die irgendwo hin, lasse laufen und hat sich wirklich keine Aussetzer oder Probleme geleistet. Ne? Einwandfreie Lampe. Ah, genau. Hätte man noch glatt vergessen. Wie sind die technischen Daten? Sie ist auch ein sehr kompaktes Modell noch. Ne? Schauen wir gerade noch schnell hier an. Bevor wir die 30 Minuten rein. Wir haben eine Gesamtlänge von 11,5 cm. 11,5 cm. Das ist wirklich sehr kompakt. Wir haben hier einen Kopfdurchmesser. Oder gut, die Lampe ist durchgängig gleich stark von 24 mm, ist sogar noch unter der 1-Inch-Klasse. Ne? Und wir haben hier mit eingelegtem Akku und dem Lanyard ein Gewicht von 117 Gramm. 117 Gramm, was hier 4,15 Unzen entspricht. Ne? Also noch eine sehr kompakte, 24 mm im Durchmesser, 115 mm Länge. Knapp über 100 Gramm. Ein cooles rundum sorglos Paket. Ne? Also wer sowas sucht, ne? Ich bin ja meine Liste durchgegangen und habe dann dieses Teil gefunden, muss ich einfach nur sagen. Top. Immer wieder schön, solche Schätzchen als mal zu finden, wie damals das Mandy Comrade. Das Jahr 2015 wirklich einen tollen Start hingelegt hat und wenn hier vielleicht der ein oder andere Händler chinesischer Taschenmesser zuschaut, ne, überlegt euch doch mal ein paar Variationen dieser Taschenlampe mit ins Programm aufzunehmen und besorgt euch da mal ein paar davon und schaut doch mal, ob ihr die nicht auch ebenfalls hier ins Programm mit aufnehmen würde. Dann macht es die Beschaffung dieser Lampe ein bisschen einfacher, wie wenn man sich hier diese Teile da immer direkt aus China bestellen muss. Ne. Wäre ein cooles Kombinationsset auch, ne? So eine Convoy S3 mit einem Mandy zusammen zu verkaufen. Aber ich sehe, ich erreiche gleich die 30 Minuten, dann macht die Kamera sowieso aus. Also Leute, ich sage danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren. Zieht euch das Teil mal rein, wenn ihr nicht zu viel Geld ausgeben wollt für so eine Taschenlampe Convoy S3. Ne? Okay Leute, hier wie gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, und immer schön Taschenlampe und Taschenmesser einschicken. Okay Leute, bye bye, macht's gut.